In diesem Video geht es um die Bildschirmarbeitsverordnung. Und wir sollen einfach einige wichtige Bestimmungen dieser Bildschirmarbeitsverordnung nennen. Und dann machen wir das mal. Zunächst einmal ist das ja eine Schutzvorschrift für Arbeitnehmer, die am Bildschirm arbeiten. Und das sind sehr, sehr viele Arbeitnehmer heutzutage. Also, die erste Vorschrift bezieht sich auf den Arbeitgeber. Ich kürze mal ab. AG steht hier für Arbeitgeber. Der muss eine Sicherheits- und Gesundheitsbeurteilung muss der vornehmen lassen. Und die Frage dieser Sicherheits- und Gesundheitsbeurteilung ist dann, also das ist die Frage, inwieweit ist das Sehvermögen gefährdet? Inwieweit ist das Sehvermögen gefährdet? Dann muss der Arbeitgeber eine Unterbrechung der Tätigkeit organisieren. Also die Arbeit muss durch den Arbeitgeber so organisiert sein, dass die Bildschirmarbeit entweder durch andere Tätigkeiten oder durch Pausen unterbrochen ist. Durch andere Tätigkeiten beziehungsweise auch durch Pausen. Ja, dass der Mensch nicht von morgens bis abends nur auf diesen Bildschirm starrt. Und dann muss vorgenommen werden eine regelmäßige Augenuntersuchung. Das sind wesentliche, wichtige Bestimmungen der Bildschirmarbeitsverordnung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.